Ziemlich schwach. Das sollte reichen. Der Feind ist geschwächt. Genug. Und jetzt sind wir Map soweit. Aufgedeckt. Und wir haben aufgehört bei der Schokobo-Farm. Jetzt buchen wir unsere Schokobo, damit wir über den Sitz kommen. Und dann auch in das neue Gebiet. Jetzt. Können wir uns nicht mehr erholen. Schokobos. Da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Schokobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. Oh, in dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä? Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Ich habe noch nicht die Fähigkeit freigeschaltet. Was habe ich hier? Okay, ich verstehe, ich muss wirklich darauf achten, bei denen alle ihre Fähigkeiten haben. Fähigkeit, Magie, okay.
entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Oh. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walber. Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Okay. Ich habe natürlich gar keine Federn. Dann viel Glück mit Pico. Na gut, dann suchen wir mal diesen Pico. Sein Name ist Pico. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Thank you.
Cool. Da ist er. Klasse! Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt. Hier, die Spicko, ohne dass er oder die anderen Schutzbrot sich bemerken, dass sie abgewünscht werden, kannst du dich per Kreis mit einer Hauptverschwelle schnell aus dem Staub. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliege zu Steine aufzuheben mit L1 und Viereck über die Schutzbrot zu lenken. Fein. Ja, und so ist der Woche. Was will er? Ich glaube, er hat immer noch Hunger. Tut mir leid, wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Oh. Er scheint tatsächlich zurück zu wollen. Ihm nach!
die jetzt so fünf auf den Schubvorreitern oder wie soll ich das erklären? Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. ja? Ich bin es. Chadley! Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ausgezeichnet! Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materie synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon, ich zeige dir, wie es funktioniert. Ich wusste, dass diese Türme nicht einfach so schön halt für die Landschaft verstehen. Hier ist es. Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Weltberichte. Chadley spricht Informationen aus der ganzen Welt. Ein
und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materie oder Programme für den Kampfleiter. Hilf ihm dabei, indem du deine Bedingungen erfüllst und den Analysefortschritt in den einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Punkt motiviert, sobald du einen Effekt Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Gut. Dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Der Kampfsimulator. Mit dem Kampfsimulator kannst du dich herrschen, virtuellen Kämpfen stellen. Erfülle die entsprechenden Kampfaufträge für Chatlater, damit diese aus den gewonnenen Daten neue Kampfprogramme für den Simulator entwickeln. Spezielle Opferfischkämpfe, die dir bei einem Sieg eine Beschwörungsmaterie für die entsprechende Opferbeschwörung werden automatisch hinzugefügt und du eine neue Region betrittst. Sprich mit Shetley, wenn du ihn triffst und Zugriff auf den Kampf bekommst. Cloud! Ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Das kennen wir noch aus dem anderen Teil. Und wie ich es gut kenne, weiß ich, dass es nicht einfach ist. Schwierigkeiten von Esperkämpfen. Bei erfolgreichem Abschluss eines Esperkampfs im Simulator erhältst du die Beschwörer-Materie der besiegten Esper. Falls sich der Schwierigkeit als zu hoch herausstellen sollte, hast du die Möglichkeit, die Esper zu fördern, jede Region zu analysieren und die Esper im Kampfsimulator auf unsere Seite zu sprechen. Und versuchen wir das mal. Yeah!
oder nie. Schlag! Steck ich weg! Kein Problem. Auf Nummer sicher. Wir müssen die Bio-Fähigkeit aktivieren. Flieg!
Nein. Darf jetzt nicht schlapp machen. Alles im Griff. Überlass das mir! Kommst du von dort? Zieh dich zurück!
Gut, lassen wir das nochmal sein. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Hiya. Los geht's! Ist dir etwas schwierig? Übernimm du. Bin ich jetzt drin? Und los! Die Magie ist leichter. Kurz und schmerzlos. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Thank you.
Nicht übertreiben. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Los geht's. Und los. Überstürzt. Ich leg los. Übernimm du. Das war's. Absolviere im Kampfsimulator eine Serie von Trainingsanimationen, um die Kampfstile und Eigenschaften der Charaktere besser kennenzulernen. Stoße neue Gefährten zu Gruppe hinzu, erhält eine bessere Trainingsanimation.
Beachte, dass einige Trainingseinheiten möglicherweise die verwandelten Fertigkeiten erlauben, die den Licht. Eine große Sache.
MILANI! Auf die Fresse! Ein Mörder-Spezial! Das tut weh! Da geht noch was! Und jetzt knallt's! Geschafft! Feierabend! Arbeit!
Los geht's! Genau hier! Flieg nicht davon! Sicht, es wird ungemütlich! Entschuldige, es muss sein! Es ist vollbracht! Mit was habe ich noch gar nicht gespielt? Schon. Gemeinsam zu blocken oder einen Gegner gleichzeitig anzudrücken. Das verwerten du mit R1-Druck. Durch die Anwendung von APD-Fertigkeiten lädt sich die Sinnvolle aus, sobald sie von zwei Kriterien über eine bestimmte Marke
werden. Jetzt kann eine Kunstwerkskapazität. Der Einfluss von Kunstwerkskapazität und verursacht nicht nur so viel Schaden, sondern beinhaltet auch Wirkungsvorschlag wie Erhöhung der Bindungsstufe, kein Antriebsabbau oder Veränderung des Stoffes. Genau.
Danke für die wunderbaren Daten. Die werden meine Forschung voranbringen. Entschuldige meine Nachfrage, aber ich habe schon lange nichts mehr von dir zu den Weltberichten gehört, Cloud. Du bist sicher nur beschäftigt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du sie einfach so vergessen würdest. Aber es würde mich freuen, wenn du etwas Zeit für sie findest. Ja, also kann ich jetzt die Punkte geben. Damit gehen wir jetzt die Aufträge durch. Gutes Timing. Pico ist gesattelt und gestriegelt. Hier, bitte. Mit dieser Pfeife lassen sich Chocobos rufen. Gibt es hier jemanden, der noch nie geritten ist? Ja, ich! In dem Fall sollten wir erst auf unserer Übungsstrecke trainieren. Ich führe euch hin.
Hier halten wir unsere Chocobos für die Rennen topfit. Was für Rennen? Die Chocobo-Rennen, die im Goldsourcer veranstaltet werden. Farmen aus aller Welt nehmen daran teil. Und ihr seid auch mit dabei? Seit meine Eltern uns verlassen haben, nicht mehr. Aber das wird sich schon bald ändern. Ich habe dann nämlich noch eine Rechnung mit jemandem offen. Naja, aber noch ist es nicht so weit. Zunächst müsst ihr lernen, nicht aus dem Sattel zu purzeln. Also, schnappt euch einen Chocobo und meldet euch dann bei mir. Soweit, so gut. Dann dreh doch gleich mal eine Runde. Pico und du seid ein tolles Gespann. In der Form habt ihr gute Chancen, ein Rennen zu gewinnen. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein, ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? In Calm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Schaut doch mal vorbei. Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Ach komm, wer alles kann, pack doch gern mit an. Das kann er auch kriegen. Frisch aus, alle Zimmer, prinzipiell jeder Auftrag, der ihm lukrativ erscheint. Gut, er kommt sich schon gut. Öffnen mit Touchpad und Kasse und durch unseren Aufträge nach, was es gerade für dich zu tun gibt. Für Aufträge und die Hauptstory gibt es Stufenempfehlungen, die du auf der Kasse unter Story und Aufträge einsetzen kannst. Schwarze Bretter in Dorfstätten oder auf Dorfstätten finden sich schwarze Bretter, an denen Aushänger mit Chips für den Holzkanal hängen. Wenn du einen Auftrag am Schwarzplatz annimmst, wird der Auftraggeber des Auftraggebers auf der Kasse markiert. Das Erledigen von Aufträgen mit deinen Gefährten bringt ihm nicht nur Belohnungen an, sondern stärkt auch die Verbundenheit zu deinen Mitstreitern und steigert die Zufriedenheit. Zu freigeschalteten Wegpunkten, die Schüsse vor Haltestellen und aktivierten Funktionen, kannst du dich jederzeit per Schnellreise telefonieren. Öffne dafür mit der Touchpad die Kasse und wähle die Kasse. Über die ganze Welt verstreut die Schokobo-Haltestellen, die derzeit ausgibt. Reaktiviere sie, indem du ihr Schild wieder aufstellst. Das Schnellreisen zu den Schokobo-Haltestellen in den Region steht dir erst zur Verfügung, wenn du durch die Häuser von Schokobo rufen kannst. Wir können auch wieder in die andere Stadt wieder.
Geil, ich kann Schokobo tunen. Wird er gleich später so ein Tiefer drin. So, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar. Was meinst du, Cloud? Das würdet ihr für mich tun? Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Wenn du die Ausrüstung deines Chocobos wechseln möchtest, kannst du das in der Chocobox da tun. Ich hätte auch viel geschaut. So, bevor es jetzt weitergeht, dass wir die Weltenaufgaben machen und Blumen pflücken gehen, werde ich mir zuerst mal eine gemütliche Kippe gönnen. Also, könnt ihr euch eine kleine Pinkelpause oder auch eine Kettenpause nehmen. Oder Snack, was auch immer, ich komme gleich wieder.
So denn, ich bin wieder da. Oder auch nicht. Verzeihung. Ja, reparieren kann ich das Ding nicht. Aber zerdeppern kann, wenn es sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Ach ja, was ist denn passiert? Die Marco-Leitung nach Köln scheint undicht zu sein. Hab so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Kein Problem. Kann euch gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht einen kleinen Gefallen tun und ihr etwas ausrichten? Unser eigener Monteur traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Hab Shinra schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Es geht um eine ganz gewöhnliche Marco-Leitung. Diese riesigen Röhren, über die das Marco von Midgar in die umliegenden Städte gepumpt wird. Aber mit unserer stimmt etwas nicht. Die befördert nichts mehr her. Wir haben zwar noch ein bisschen was im Tank, aber das wird nicht ewig halten. Jeden Tag überprüfe ich den Marco-Stand und frage mich, wie lange das noch gut geht. Sicher nicht angenehm. Aber irgendwann werden wir sowieso ohne dieses Zeug auskommen müssen. Du bist aber wirklich zu Späßen aufgelegt, was? Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Bellinger, der Bürgermeister von Köln. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttoren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Leute, bleibt ruhig! Seid doch vernünftig! Es soll noch andere Alleskönner in den Slums gegeben haben. Das höre ich aber zum ersten Mal. Na, wenn es einer wissen dürfte, dann du, oder? Die Reparatur läuft nach Hochtour. Nein, außer dir kenne ich niemanden. Normalerweise machen Leute in diesem Gewerbe aber auch nicht so ein Tamtam wie du. In Midgar scheint sich...
den Nachrichten des Tages. Die terroristische Gruppierung Avalanche, die den Anschlag in Midgard verübt hat, soll berichten. Was ist? Du hast ziemlich was drauf, oder? Ich denke schon. Oh, das trifft sich hervorragend. Mein Name ist Val und ich könnte wirklich gut Hilfe gebrauchen. Ihr habt sicher schon mal von Blut der Königin gehört, oder? Wisst ihr, ich habe neulich eine Partie davon gespielt und dabei eine sehr, sehr wichtige Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Um die Karte Chocobo und Mogri. Die einzige seltene Karte, die ich je besessen habe. Die langen Nächte, das Genöle der Besoffenen, die ständigen Schlägereien. Der Gedanke an die Karte hat mir Kraft gegeben, das durchzuhalten. Und dann kommt dieser Mistkerl und krallt sie sich einfach. Ich verstehe das nur allzu gut. Hab bis vor kurzem auch in der Bar gearbeitet. Ach wirklich? Ist kein Zuckerschlecken, was? Nein, bei weitem nicht. Bei weitem. Wirklich? Ach, welch ein Segen! Ach so, kannst du mir dein Können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Oh, bald spielen wir mit der Königin. Ich glaube, wir spielen. Oh, ich schaffe jetzt. Ja, das ist so. Wenn du es wieder versuchen willst, sag einfach Bescheid. Dann lass mal sehen. Bist du gewieft genug? Thank you.
Ja. Nee, ah nein, scheiße. Mensch, du bist ein Ass. Kann man echt nicht anders sagen. Virgil heißt der Kerl, der mir die Karte abgeluchst hat. Er arbeitet am Turm. Mischt ihn ordentlich für mich auf, ja? Ach ja, wenn ihr mir die Karte zurückbringt, wartet hier ein Cocktail der Extraklasse auf euch. Vor kurzem habe ich nämlich ein feines Rezept in die Finger bekommen. Ja? Evelyn versteckt sich hier im Ort. Ich bin so krass im Spiel, das ist cool. Wir sind wegen der Karte des Barkeepers hier. Ah, verstehe. Hat Well sich also Hilfe geholt, weil er selbst zu schlecht in dem Spiel ist? Von mir aus gerne. Wenn du gewinnst, kriegst du die Karte zurück. Okay, es ist wichtig, dass ich die Oberhand spiele. Problematisch.
hier auch unentschieden. So, dann gehen. Eine Münze nicht geschafft. Und gewonnen. Jetzt. Oh, da habe ich wohl verloren, was? War ein richtig gutes Match, fand ich. Die Niederlage tut zwar weh, aber ich werde mich irgendwann revanchieren. Jetzt muss ich aber schnell zurück an die Arbeit. Man sieht sich. Moment. Hast du nicht was vergessen? Ach ja, richtig. Die Karte, die ich Val abgeluchst habe, nicht? Welche war das nochmal? Ah, verdammt. Die Chocobo- und Mogri-Karte, stimmt's? Das ist mir jetzt echt peinlich, aber die habe ich nicht mehr. Lass mich mal gucken.
Nein, wirklich, glaub mir das doch. Ich war etwas knapp bei Kasse und da habe ich sie einem Sammler verkauft. Der Typ heißt Thorin, hat einen Kartenladen vor der Stadt. Schaut da doch mal vorbei. Das heißt dann wohl Überstunden, was? Aber was mir aufgefallen ist, das ist wirklich geil gemacht. Es ist ein Detail, aber dass die extra hier so einen Ständer reingesetzt haben für das Schwert niederzusetzen, finde ich jetzt irgendwie richtig cool gemacht. Und ein Schwert auf dem Schulter wäre nicht gemütlich und dass die dann dieses Gimmick gemacht haben, dass hier das Schwert reingesetzt wurde. Während des Matches. Das ist geil. Fantastisch, oder? Mein Name ist Rico. Ich bin ein Fotograf auf Wanderschaft und gehöre dem Verein Fotograf Freunde an. Lass uns doch ein Erinnerungsfoto schießen. Einfach zu schön. Mir scheint, dass sich da jemand mit Fotos auskennt. Du machst dich sicher auch gut hinter der Linse. Es soll hier nämlich einen Ort geben, der ein geradezu fantastisches Motiv abgibt. Nur leider lauern zu viele Gefahren auf dem Weg dorthin. Würdest du diesen Ort vielleicht für mich aufspüren und dort ein Foto schießen? Das sollte dir doch nicht schwerfallen. Wenn du dort bist, musst du nur die Landschaft so einfangen, wie es auch ein Profi-Fotograf tun würde. Leider musste ich Midgar verlassen, bevor ich meinen Traum erfüllen konnte. Doch, auch wenn nicht alles so lief, wie ich es mir gewünscht hatte, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Sie hat gerade erst begonnen. Meinen ersten Song widme ich all denjenigen, die unermüdlich ihren großen Traum verfolgen. Hier ist Gotta Walk On. Life in the gutter was really weighing me down. The steel sky hanging above. My heart was aching for love. I had to get out. Yeah.
Singt das Super so mit Playback. Ist eine bittersüße Ballade. Eine Ballade über eine Frau, die mir in den schwersten Zeiten zur Seite stand. Leider war unser Band nicht für die Ewigkeit. Doch ich hoffe, dass sie, egal wo sie ist, meinen Liedern weiterhin zuhört. Der Song heißt Golden Sparks. Do you remember the night? It was you and I. Der Club in dir. Golden Sparks blooming bright. Flowers that fill the sky as we floated in the quiet. Mother, mother above all, scared to speak. Akira, der Megastar aus Kalm, kehrt für ein Konzert in seinen Heimatort zurück. Das darf man nicht verpassen. Seid dabei beim mitreißenden Auftritt des Superstars. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Was machen wir?
mal bessere Tage gesehen? Die wurde damals von der Republik errichtet und ist seit deren Fall nicht mehr instand gesetzt worden. Tja, und Shinra repariert nur, was Shinra selbst auch braucht. Ich habe gehört, dass hier früher Busse gefahren sein sollen. Die sind zusammen mit der Republik verschwunden. Dann hat Shinra Schuld, dass wir den ganzen Weg zu Fuß gehen müssen, ja? Also, ich hab Spaß. Das ist wie ein Ausflug. Findet ihr nicht? Kommt drauf an, wie man es sieht. Keine große Sache. Kannst du mehr über diesen Ort erfahren?
Das ist doch eine Lebensquelle. Regelunterrichter, durch Analyse der Lebensquelle kannst du das Wissen der Fliesensturm erschüttern und in Regelunterrichtung festgehalten werden. Du kannst die Regelunterrichter über die Touchpad-Weltunterrichter eingehen. Hier im Menü, Chatlight, Regelunterrichter und erweitere dein Wissen über die Geschichte und die geografische Eigenhaltung der verschiedenen Bio. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms sowie diese existieren an vielen Orten. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihnen. Ist doch die Göre aus Sektor 5, die Müll über Avalanche verbreitet hat. Hä? Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Hast du die Reparatur der Mako-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also... Angeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Ja. Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen. Das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Hier in der Nähe gibt es einen Schrottplatz, glaube ich. Da würde ich mit der Suche anfangen. Supi, ihr schafft das schon. Moment mal, du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so.
Schätzen wir auf den Wissensschatz des Planeten. Kritisch unsere Kraft hier. War so leer und jetzt der fünfte Punkt. Hier könnt ihr mal ein bisschen Arbeit hier. Führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Esper gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. In den Graslanden soll es einen Schrein für Titan geben. Als Titan nach langer Zeit der Versiegelung unter der Erde erwachte, hatte das ein gewaltiges Erdbeben zur Folge. Große Landmassen erhoben sich aus dem Meer und formten die Graslande, wie wir sie heute kennen. In den Äpfelsteinen ist schon mal vertreten über die jeweilige Äpfel in Kristallfasisch. Malis ist in der Kristallenkampf, die das zugehörige Beschwörte Materie verbessert hat. Um einen Äpfelstein zu finden, solltest du dich an den Wurfstein orientieren. Wenn du einer von ihnen zerbrichst, wird man sich dir bewegt. Cloud, das ist eine überwältigende Entdeckung. Einen so großen Kristall habe ich noch nie gesehen. In ihm schlummert ein unglaublicher Wissensfundus. Bitte scanne den Kristall, damit wir mehr über die Espa erfahren können. Um an die Daten zu kommen, musst du dich mit dem Kristall synchronisieren. Das schaffst du ganz sicher. Und hier ist der erste Kristall. Diese
offenen Hauptprotokoll und versuche öffnet sich die Erstprotokoll-Matrix. Schaut sie dir genau an und merke dir, wann du welche Hauptprotokoll hast. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drücke aus dem Gedächtnis heraus die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt, um die Wertung des Kitzels aufzuzeichnen. Wie ihr seht, wird die Opfer im Kampfsimulator geschwächt und eher gestört als sehr hergestellt.
10 Leute der Gruppe nicht mehr kommen, wenn wir hier hin. Ganz typisch der modernen Welt der Kampfgebiet. Dann prüfen wir die Kette. Was ist das, was wir gestern gemacht haben? Und hier dabei machen wir das auch. Dabei mehr über ungewöhnliche Städte herauszufinden, indem wir sie bekämpft und bestimmte Siege voraussetzen. Durch die Analyse der Daten kann Chatway anschließend neue Methoden in der Kampfsimulator speichern. Nach Kampfbeginn ist keine Brücke mehr. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Seltene Kalmwolf-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Wölfe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder... Marco auf den Einsatz mal.
Waldspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Welpe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco aus dem Kaltleins austritt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge. Dass sie ständig unter Strom stehen, merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets gut geladen sind. Hat sie einmal Beute erspäht, stürzen sie sich wieder mit auf sie und zerfetzen sie in der Luft. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Individuen des Keimbeutels sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bald blitzschnell besiegen. Also geschwind auf zur Datenjagd, bevor wir noch zur Beute werden. Hallo zu Final Fantasy VII Remake, hier möchte ich euch ein bisschen mehr erläutern mit dem Schockzustand. Ihr wisst ja, wenn ihr Schaden macht oder gewisse Schwächen ausnutzt, dass der Schockanzeige weiter nach oben getrieben wird. Außerdem wird ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel in manchen Situationen schockanfällig steht, dann ist seine Schwäche so gesehen noch höher. Also heißt also, ihr macht denn die Schockanzeige noch wesentlich höher als wie normal. Jeweils auch von der Schwäche her. Also, ihr solltet Tiefer haben, besonders bei Tiefer funktioniert das sehr, sehr gut mit Schockzustand. Hier solltet ihr rechtschaffene Faust haben von den Mega-Handschuhen. Entweder ihr habt selber die Mega-Handschuhe oder habt diese Fähigkeit 100% ausgelernt. Also Waldspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Übernimm du. Nicht zu übersehen. Welpe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco auf den Kaltleins ausdrückt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge.
zeige ich euch, was ich kann. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Individuen des Keimwolfes sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bald blitzschnell besiegen. Also geschwind, also sagen wir, es geht von dir noch zur Worte werden. Was ist?
der TP-Verzeigung Gegner-Schutz-Fisch. Dann Schöpfer gewollt, einen Gegner-Schutz-Fisch gewollt. Und jetzt lebt sich dann Schöpfer-Fisch nur auf. Ist die Vollverstärkung zusammen und Gegner-Schutz-Fisch. Das könnte sich nicht mehr
Waldspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Wölfe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco auf den Pipelines austritt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge. Dass sie ständig unter Strom stehen, merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets wutgeladen sind. Aber die anderen Leute erschienen die Stirn, die sich auf den Grund erfetzt, die ist dann um. Mit genauer Information über den Leben und die Teilbeute sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bald blitzschnell bewegen. Also, wir sind auch zur Darmian, bevor wir noch zur Beute werden. Schlossen, lass dich! Ich bringe richtig mit! Keine Chance! Biest! Ist der genug? Los! Waldspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Wölfe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco aus den Pipelines austritt. Ich zähle auf dich. Dein Einsatz. Attacke! Angriff in zwei!
ist erst recht. Verzieh dich! Volle Kraft, Attacke! Genug! So, dann meine lieben Leute, für heute reicht es. Wir hören uns dann morgen wieder. Hat heute wieder richtig Spaß gemacht und hoffentlich ist auch etwas Leben auf der Map. Wir haben noch sehr viel zu entdecken, bevor wir in das nächste Gebiet gehen. Wir hätten eigentlich auch das aktuelle Gebiet noch fertig machen können, anstelle jetzt schon in dieses Gebiet zu laufen. War halt nicht geplant, aber nicht schlimm. Wir machen das jetzt morgen fertig. Und beginnen auch mit den Zeitquests in der grünen Ebene. Und je nachdem, wie gut wir Pflanzen haben, können wir eventuell mit dem Schokobo endlich über den Sumpf und dann die Hauptstory weiterspielen. Gucken wir mal, wie es vorangeht. Bis dahin. Tschüss, bis morgen.